Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Atomic Heart. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Ja, ihr seht es schon, die Fahrt mit dem Maglev-Zug ist nicht ganz heile ausgegangen. Und wir sind jetzt hier irgendwo. Ich schaue noch mal kurz auf der Karte, wo wir uns genau befinden. Ja, im Testgelände 1 und Testgelände 6 ist auch in der Nähe. Wir sollen jetzt aber... Arena? Ist das genau da, wo wir hin sollen? Zur Ausstellung? Naja. Irgendwo dürfte auch noch das Igelchen sein, das uns attackiert hat. Und Igelchen klingt eigentlich viel zu süß für das, was uns hier im Zug attackiert hat. Ich habe hier doch eben irgendwas gesehen. Aha. Können wir uns noch mit einem Toten unterhalten? Ich hoffe, dieser wird gezählt. Die Toten in der anderen Station, mit denen wir uns unterhalten haben wegen den Fahrkarten, die wurden tatsächlich nicht zu dem Erfolg Nekromant gezählt. Ich schreibe ihn trotzdem mal auf. Drei vom Whiskey Flow quatscht den Jet zu Bruch. Der hat seinen Verstand verloren. Ich kann nicht mehr. Bitte, es reicht. Ach, armer Kerl. Schmerz ist das Letzte, an das er sich erinnern kann. So ein Pech. Ich kann nicht so viel arbeiten. Ich brauche mindestens einen freien Tag. Das muss einer der Entwickler sein, die an der Software von Kollektiv 2.0 arbeiten. Die hatten vor der Aktualisierung des neuronalen Netzwerks eine schwere Zeit. Und brutale Abgabefristen. Es ist immer dasselbe. Jetzt hast du jedenfalls alle Zeit der Welt, Kumpel. Oh, verzeih uns, Yuri. Wir haben es total Er hat es überstanden. Charles, ich frag mich, was mit ihren Stimmen los ist. Soweit ich es sagen kann, überträgt der Polymerspeicher der sprechenden Leichen einen Audiofluss durch das interaktive Sprachmodul, das im Sprachassistenten des Gedankegerätes installiert ist. Mit anderen Worten, Sie reden durch das Neurosteuergerät? Es sieht so aus. Als die Gedankesteuergeräte ursprünglich verteilt wurden, gab es erst zwei Sprachprofile. Ein männliches und ein weibliches. Darum wirken ihre Stimmen so ähnlich. Als diese Leute noch gelebt haben, haben sie natürlich ganz normal gesprochen. Aber die Bandbreite der Stimmenprofile soll erheblich erweitert werden. Hast du deshalb so eine komische, pfeifende Stimme? Es ist unhöflich, einen Mann für etwas zu verspotten, das außerhalb seiner Kontrolle liegt, Genosse Major. Ach, ich mach doch nur Spaß. Du hast einen schönen, betörenden Bariton. Ein Mann. Ja, okay, also der wurde jetzt gezählt. Es gab gerade einen Errungenschaftsfortschritt. Wahrscheinlich die letzten Leichname nicht, weil die storybedingt waren, könnte ich mir vorstellen. Waren ja immer noch Züge lang. Na, nicht hier runterfallen. Ach, jetzt können wir wieder Kameras aktivieren, hä? Müssen wir das vielleicht, um auf das Testgelände gehen zu können? Ich will auf jeden Fall erstmal in das Testgelände. Ich will mir die Extras hier holen. Schaut mal. Da kommt man das hier nicht sehen. Na, hier rüber nicht. Ich glaube, so werden wir die Karte öffnen. Genau, ergonomischer Griff für den Fuchs. Wobei, eigentlich benutzen wir den Fuchs ja aktuell gar nicht. Expansiver Konverter für die PM und das erweiterte Magazin für die Schrotflinte. Das wäre nicht schlecht. Was haben wir hier? Auch ein erweitertes Magazin, diesmal für den PM. Ein Kollimator für die Kalasch. Und für die Elektro eine M-Emitter. Ja, Polygon 6 oder Testgelände 6 wäre auch nicht schlecht. So, jetzt muss ich aber erstmal gucken, wie ich hier am sichersten nach unten komme, ohne von den Kameras erwischt zu werden. Weil ich höre auf jeden Fall welche. Da ist eine. Hallo, da unten. Guck mal hier oben.
Kannst du nicht mehr. Was mir auffällt, ist, dass hier gar keine Pschellas unterwegs sind, um die Kameras zu reparieren. Das könnte unser Vorteil sein. Oh nein, nicht schon wieder diese Roboterschlampe. Pass auf, unter uns sind Roboter. Ach echt? Ich dachte, das wären Marienkäfer. Mein Gott, die Bemerkungen nerven echt. Hui. Oh, da kommen sie. Da kommen sie zur Reparatur. Und ich hatte schon gehofft, wir hätten hier keine. So, Autorisierung. Major Nechayev. Codename P3. Zugang. Gewährt. Ja, wir haben jetzt so viele Patronen für die Kalaschnikow, dass ich die tatsächlich einpacken werde. Und bei der Gelegenheit hier auch nochmal aufräumen werde. Das sieht ja hier wieder aus wie Kraut und Rüben. So, du kommst nach unten hier hin. Ja, schaut euch das an. Da können wir auf jeden Fall die Kalaschnikow mitnehmen. So, den Kram packen wir hier auch noch rüber. Nochmal eine große hier oben rein. Werde ich nachher auch noch ein bisschen was zerlegen hier. Aber damit auch die Reihenfolge stimmt, packe ich erst die Kalasch rüber. Ich sage mal mit zwei vollen Magazinen. Und dann packe ich den Dominator ein. Haben wir aber kaum noch Platz im Inventar. So, dann werde ich hier wieder ein paar Sachen demontieren. So. Und ich werde nochmal bei den Neuropolymeren schauen, ob wir uns irgendwo verbessern können. Wir könnten jetzt das hier belegen. Dann hätten wir den Schock komplett aufgewertet. Aber ich würde lieber nochmal meinen Rucksack vergrößern. So. Was können wir uns noch leisten? Erhöhter Anzugsschuss vor Laserangriffen. Leute, den hole ich auch. Den hole ich auch. Das kann nicht schaden, wenn ich überlege, was die letzten Roboter so angestellt haben. So, die Kalaschnikow dabei. Wir sind eigentlich recht gut ausgestattet, waffentechnisch gerade. Auch noch eine Kamera. Ich will nur mal schauen. Ja, wir sind gerade richtig. Beim Fragezeichen soll angeblich der Eingang sein. Ich will auf jeden Fall in das Testgelände. Ja, dumm, ne? Ist auch kaputt. Oh, ist alles so offen. Sind wir noch richtig? Wir sind hier richtig. Yeah.
weiß nur nicht, wo jetzt der Eingang genau ist. Oh, uns kommt ein Roboter zu nah. Der ist direkt unter uns. Hallo. Ja, das ist direkt daneben eine Roboterfabrik, das ist ja assi. Na toll. Am Himmel ist ein Habicht. Wie kommen wir rein? Ich will hier nicht den ganzen verdammten Tag rumirren. Denk nach, Genosse Major. Gibt es eine Möglichkeit, die du noch nicht in Erwägung gezogen hast? Es muss ein Weg ins WDNH führen. Eigentlich will ich gerade nur in die Teststation hier. Ich glaube, da müssen wir wieder oben uns mit einer Kamera verbinden, oder? Ich habe das noch nicht so ganz gerafft, wie das hier funktioniert. Aber das müsste der Zugang sein, würde ich jetzt mal behaupten. Das heißt, wir müssten uns doch mit einer Kamera hier verbinden, damit die Tore da geöffnet werden. Wahrscheinlich mit dieser hier. Ich gucke mal, welche das ist. Ich sehe meinen Pfeil gerade nicht. Da stand gerade irgendwo P3. Wollte die reparieren, muss ich ja eh nochmal zurück. Ich hoffe, das funktioniert überhaupt. Ah! Jawohl. Dann gehen wir mal in das Testgelände Nummer 1, oder? Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Nur, wo war denn jetzt die Treppe nach unten? Ach so, innen, nicht außen. Das sieht gut aus, Leute. Und dann bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet.
Entdecker, 1 von 8. Wahrscheinlich die Testgelände, hm? Haben wir im Testgelände eine Karte? Nein, haben wir auch nicht. Das wird jetzt spannend. Wir haben jetzt Zugang zum wissenschaftlichen Testgelände, Genosse Major. An solchen Orten kannst du in Zukunft wertvolle Waffen finden. Ach, du und dein wissenschaftlicher Scheiß. Ehrliche Bürger werden durch die Aussicht auf eine rosige Zukunft getäuscht. Kein Kommentar. Ausgezeichnet. Dann sehen wir uns mal diese Ausrüstung an, dank der ich vielleicht den morgigen Tag erleben kann. Meine Güte, wir sollten einfach mal den Mund halten. So, ich werde hier auf jeden Fall speichern, bevor wir hier losgehen. Speichern ist auf. Ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung, was uns hier erwartet. So, von da kamen wir. Ich werde dann mal den linken Weg hier erstmal in Angriff nehmen. Wow. Mehr drin. Ah ja, ich sehe es gerade. Einfach länger gedrückt halten. Ah ne, das war ein anderer Schrank. Dann müssen wir wohl den Weg hier lang nehmen. Magnetischer gravitativer Ständer. Magnetfelder kontrollieren. In einem Gebiet mit starken Magnetfeldern kannst du durch den Einsatz von Schock gegen die Magnetspulen ihre Polarität ändern. Ich verstehe es gerade nicht. Oh, ach so. Oh, 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 okay. Jetzt noch ein Schuh draus. Hätte schneller sein müssen, ne? Was ist das hier für eine Technomucke, die hier läuft? Okay, und ich dachte, ich gehe hier drauf. Die magnetische und mechanische Werkstatt von Testgelände 1 ist zuständig für erstens
Versorgung aller Test- und Forschungsaktivitäten mit Proben. Zweitens, Herstellung externer Gehäuse für Thermal- und Kolbenmaschinen. Und drittens, Schleifen von gleichmäßigen und zylindrischen Oberflächen sowie Funkenerosionsbehandlung von Maschinenteilen. Gut aufgepasst. Bereich mit magnetischem Feld. Das heißt, wir müssen da oben an die Kiste irgendwie kommen. Swastotschka Griff. Ich glaube, der stand nicht. Nee, der stand hier nicht. Also man findet auch trotzdem andere Baupläne. Hallo? Aha. Nicht so weit. Das sind eher Rätsel anstatt Gegner, oder? Was uns hier erwartet. Sammeln. Technische Einrichtungen. Da lag doch was. Schläft da einer oder will uns weismachen, dass er schläft? Da haben wir einen Lüftungsschacht. Ja, bleib mal liegen. Macht weniger Mühe. Eine Saunekiste, habe ich die übersehen? Nee, das wäre ja zu weit weg. Okay, ich versuche es über den Lüftungsschacht. Hier geht's nicht weiter. Hier auch nicht. Aber hier geht's wieder runter. Kommen wir so zu der Kiste, die wir vorhin gesehen haben?
Ich werde nochmal speichern. Sicher ist sicher. Was ist das? Ein Spezialtransporter für wertvolle Fracht. Von den Mitarbeitern wird er scherzhaft als Genosse Plünderschaft bezeichnet. Wertvolle Fracht ist ja schön und gut, aber warum steckt das Ding da fest? Zu seinen Grundfunktionen gehört ein Perpetuum mobile-Antrieb, der es ermöglicht... Langweilig. Gib mir die Kurzversion. Er kann sich schnell zwischen bestimmten Punkten bewegen. Da bewegt sich gar nichts. Dein Perpetuum mobile-Antrieb ist wohl im Eimer. So, wir haben schon mal den Griff gefunden vom Fuchs. Das heißt, wir müssten jetzt hier auch noch mal zwei weitere finden. Und wir haben auch gerade einen Erfolg bekommen, oder einen Erfolgsfortschritt, dass sie diese Kiste hier geöffnet haben. Das heißt, es gibt wohl auch noch eine Belohnung oder einen Erfolg, wenn man alle findet. Ja, 24 war es, glaube ich. Ja, wir haben 8 Testgebiete. Wenn es jedes Mal 3 Kisten dort zu finden gibt, dann gibt es einen Erfolg für alle. Zu den Thermalmaschinen von Testgelände 1 gehört eine Archimedes-Schraube, die von der thermischen Emission eines wärmeabgebenden Kerzeelements angetrieben wird. Die Maschinen erzeugen 2 Millionen Kilowattstunden Elektrizität im Monat. Genug, um das ganze Testgelände ein Jahr lang zu betreiben. Wow. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Okay, okay, okay. Wir finden hier auf jeden Fall allgemein viele Rohstoffe. Die Testgelände scheinen sich zu lohnen. Sind aber kein Muss, Leute. Wenn ich das richtig verstehe, geht es hier nur darum, sich die Waffen-Upgrades zu krallen, die man gerne hätte. Oder einfach für das Gefühl der Vollständigkeit. Schaut euch das an, Energiemodul, da müsste doch noch mehr bei gewesen sein, Mikroelektronik, Supraleiter, das sind die ganzen Materialien, die sehr selten sind. Ich frage mich gerade aber auch, ob wir hier Chebitas finden und andere sprechende Leichen. Könnte ja möglich sein.
Hey, da liegt doch noch ein Schlüssel oder was ist das? Hallo? Krieg ich den auch? Wenn der mal nicht wichtig ist. Hierfür. Hier ein Schloss vor und da ist der Schlüssel. Jetzt ist er weg. Das war's schon in dem Raum. Was waren das gerade für Geräusche? Die gefallen mir nicht wirklich. Wird wahrscheinlich auch nicht gerade einfach, hier die Kisten zu finden. Ich habe hier allgemein gerade Probleme, mich zurechtzufinden. Von da kamen wir ursprünglich rein. Ja, waren wir auch schon drin. Da hinten müssen wir irgendwie hin. Durch den kamen wir, oder? Ja, durch diesen Lüftungsschacht kamen wir. Eieieiei. Den haben wir geöffnet. Hier ging es doch nicht weiter. Da habe ich hier irgendwo was übersehen. Ist das die Musik von dem, den wir schon geöffnet haben, oder ist das jetzt ein anderer? Da ist ein anderer. Hallo. Jawoll. Expansiver Konverter. Auch nochmal aufgeschrieben.
an alle Mitarbeiter von Testgelände 1. Um unnötige Unfälle zu vermeiden, bitte den Testbereich verlassen, sobald der aktive Testalarm ertönt. Denkt daran, ein Sowjetarbeiter achtet immer auf seine Umgebung. Das gilt insbesondere für Mitarbeiter von Anlage 3826. Erstmal genau raffen. Hier unten liegt aber keiner, ne? Das ist ein Faker, oder? Könnte das reichen? Jawohl. Aber wie kriegen wir das auf? Aha, das ist die nächste Frage. Jetzt müssen wir da nur wieder hochklettern. Ach, das geht doch auch von hier. So. Es sollte uns nicht überraschen, moderne Waffen auf zivilem Testgelände zu finden. Wissenschaft und Krieg gingen schon immer Hand in Hand. Bist du darauf programmiert, das zu denken? Sagen wir es so. Das ist es, was ich glaube. Auch die von dir so geschätzten Kartons begannen als revolutionäre Informationsbeschaffungsmethoden. So bedauerlich es auch sein mag, der Krieg ist der Motor des Fortschritts. Ich weiß zwar nicht, wie ein KI-Handschuh etwas glauben kann, aber ich bin jedenfalls für Frieden. Und Kartons. So, das dürfen ja zwei Baupläne sein, ne? Erweitertes Magazin und... jawohl. Sehr schön. Autorisierung. Major Nechayev. Ja, ja. So, wir haben jetzt also hier den erweiterten Lauf. Nee, expansiver Konverter. Verringert die Feuerrate. Erhöht den Schaden, erhöhte Feuerrate, erhöht Genauigkeit, erhöht Schaden gegen organische Gegner. Okay, das wäre gar nicht mal verkehrt. Ja, ja. Ach, die anderen...
Moment, das, was wir jetzt vorher gemacht haben, kriegen wir wieder zurückerstattet. Ja, dann ist es ja, dann ist es ja kein Problem. Das hätten wir ja vorher machen können. Wow, vor allen Dingen können wir uns das alles leisten. Laufmodul ist also jetzt auf Maximum. Jetzt werden wir wahrscheinlich erweitertes Magazin. Erweitert das Magazin nochmal weiter. Das erhöht die Feuerrate und die Nachladegeschwindigkeit. Erweitert nochmal das Magazin. Und erhöht die Nachladegeschwindigkeit. Sehr schön. Oh, wie das jetzt aussieht. Aber hier steht immer noch Magazinkapazität 3. Das kann ich mir jetzt aber nicht vorstellen, Leute. Das sieht doch schon besser aus. Okay, Leute, dann werde ich hier nochmal speichern. Und ich nehme an, dass wir über den Aufzug, den wir hier sehen, hier jetzt wieder rauskommen. Okay. Ja, das hat sich doch gelohnt. Mich wundert's nur, dass wir hier keine Chivitas gefunden haben oder Leichen, mit denen wir jetzt reden konnten. Aber wir haben zumindest das erste Testgelände abgeschlossen, würde ich behaupten. Ja, und bevor wir in die Arena gehen, erreiche die Ausstellung Schöne neue Welt, denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir ja gerade, weil das Arena hat, uns ein großer Kampf erwartet. Wir hatten ja noch... Moment, das können wir doch, glaube ich, hier rüber gucken. Wir hatten nämlich, glaube ich, noch... Na? Hier hieß es doch, wenn wir da währenddessen auf M drücken, können wir das sehen. Testgelände 8. Genau, wir hatten da unten noch ein Testgelände. Wir hatten da unten noch ein Testgelände. Das würde ich gerne noch mitnehmen, bevor... Aber, das liegt ja auf dem Weg. Die Arena liegt auf dem Weg. Hahaha, müsste ich hier nochmal über die Station zurück, sofern überhaupt möglich. Ah, es wäre halt nicht schlecht. Es wäre halt nicht schlecht, noch ein... Was ist das da oben? Ansehen? Ach so, die Ressourcen. Warum wird das hier angezeigt? Das ist ja wohl ein Bug gerade. Auf jeden Fall werde ich versuchen, über die Station noch hier hinzugehen, bevor wir hier eventuell einen Bosskampf auslösen. Aber, ja, wir haben es gerade gesehen, also Testgelände 1 mit den Magneten. Ich nehme an, dass wir andere Testgelände auch mit anderen Rätseln dann haben werden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber es ist einfach, ich weiß nicht, so vielschichtig, dieses Spiel. Also mir gefällt es echt gut. Bitte Vorgang auswählen. Ja, diese freie Bewegung hier, also in der offenen Spielwelt, dass man dann solche Sachen hier findet, solche Lager hier ausräumen kann. Also mir gefällt das echt sehr, sehr gut. So, ich werde noch mal ein bisschen rüberpacken. Also viel brauchen wir nicht. Ah, ich sehe gerade was. Hup. 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 So, Kalaschnikow zweimal. Dreimal für die. Können wir eigentlich so basteln. Dann nehmen wir auch dreimal für das Gewehr mit. Ich werde hier nochmal ein bisschen
nachjustieren. So, so, so. Das packen wir weg. Kann ich das nicht da oben hinpacken? Die beiden brauchen ja keine Munition. Dann kann ich hier unten nämlich die Heilungen alles sammeln. Ja, ja. Ja. Scroll doch nicht automatisch wieder hoch. Das nervt. So. So. Dann werden wir hier nochmal eine Demontage machen. Die Chemie. Ach komm, all das hier unten können wir auch gerne zerlegen. Mir ist übrigens, ich weiß nicht wann es war, ich glaube bei der vorletzten Episode, wo wir im Försterdorf unterwegs waren, oder war es tatsächlich in der letzten Episode, haben wir nochmal einen Bauplan gefunden, Elektro, wo ich noch sagte, oh Mensch, die haben wir ja schon. Und dann ist mir beim Beschriften des Videos aufgefallen, dass es ja Elektro gibt als Verbrauchsgegenstand und nicht die Waffe Elektro. Die Waffe Elektro, die haben wir natürlich schon bekommen von Nora. Da haben wir auf einmal den Bauplan einfach so umsonst bekommen, als wir den Raum betreten haben. Aber das, was ich da dann noch gefunden habe, ist das Verbrauchsobjekt Elektro, welches sofort Energie regeneriert. Ja, okay, wir haben jetzt hier wieder ein bisschen auseinandergefriemelt. Jetzt habe ich keine Heilung, das war vielleicht gar nicht so schlau. Aber wir finden ja hoffentlich auch schnell wieder welche. So, nochmal speichern. Ich weiß, ich habe schon ein paar Mal gespeichert. Aber jetzt nach dem Umsortieren wäre es ja doch ganz nützlich. Ja, und dann verlassen wir im nächsten Video das erste Testgelände und schauen uns das Nachbargelände auch noch an und hoffen, dass wir da dann alles, auch alles finden, auch alle drei Kisten. Und mal schauen, was da an Rätsel auf uns wartet. Oder ob vielleicht ein Testgebiet vielleicht einen starken Gegner hat. Ich bin im Moment echt auf alles gefasst. Und wie gesagt, dieser Abwechslungsreichtum, den wir hier in diesem Titel haben, finde ich persönlich absolut genial. Klar, das sind alles keine neuen Dinge, die jetzt hier irgendwie das Rad neu erfinden, aber sehr einfallsreiche Dinge. Und ich muss sagen, ja, mir gefällt es sehr, sehr gut. Ich bin von dem Spiel begeistert. Mich ärgert nur nach wie vor, dass immer noch kein Patch gekommen ist und uns eine Chibita fehlt. Ja, und ich habe auch so langsam das Gefühl, dass unser Charakter aggressiv und dumm ist, dass das vielleicht mit zur Story gehört, dass... Naja, ich glaube schon fast, es muss so sein, es nervt, gar keine Frage. Aber ich glaube, es ist nicht einfach so stupide reingeknallt. Ich bin gespannt, wie sich das hier noch entwickelt. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode zu Atomic Heart wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Euer Rönne.